aufgestanden, haben das Zelt zusammengepackt, sind wieder auf dem Boot, haben schon eine kleine Schnorcheltour gemacht heute Morgen. Wetter wird jetzt abgewartet, um abzuschätzen, ob es sich lohnt, zum Außenriff zu fahren oder ob wir auf eine andere Insel fahren. Und ja, es wird spannend. Auf geht's! Ab ins nächste Abenteuer. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Ruagana. Iguana? Riguana. On the deck! Wir sind hier am äußersten Rand vom Riff. Festland ist seit Stunden nicht mehr zu sehen. Und wir schlafen heute da auf dieser kleinen Insel. Bisschen aus wie die Insel vom Herr der Schildkröten. Babyschildkröte, der Hund hat eine Babyschildkröte gefunden und fast aufgegessen. Kommt jetzt zurück ins Wasser. Blutest du? Nein. Weil wenn die Größe... Da, da schwimmt sie. Oh. Schwimm, kleine Schildkröte. Wir nennen sie Rocky. Rocky, die Schildkröte? Wie von Nemo. Yeah, you rock. Stellt sich heraus, hier ist irgendwo ein Schildkrötennest, weil der andere Hund hat auch gerade eins. Okay, let's go find where the nest is, because they're pulling turtle babies out of there. That's somewhere. Mrs. Show us the turtles. Where are the turtles? Hey. War da eine? Oder? Nein! Oh. Du willst leben! Du willst leben! I think here we found another one.
There's another one? Yeah, yeah. You have it in the mouth. No, you don't have to leave them. They're friends. For their no food. It takes a minute for their shells to fill with water. It has a pair of bubbles, and then they can't get down until it's gone. And then the pelican beats. That's what he was going to say. You better watch them, because these friggin' birds, they're coming for them. Okay, also auf die andere Seite bringen. How does I want this? 100. Usually hundreds. And the birds will usually feast on them. They all eat baby turtles. Oh, boo-boo. Oh, he doesn't look green. Looks really young. Yeah. Zu einer richtigen Rettungsaktion geworden. Bringen die Schildkröten jetzt alle rüber auf die andere Seite, weil die Vögel, die hier auf der Seite fressen, bringen die alle per Hand rüber nacheinander. Die Babyschildkröten sind nach dem Schlüpfen auf dem Weg ins Meer von den Wellen in die Steine gespült worden. Dort sind sie hängen geblieben und kamen alleine nicht mehr raus. Unter den Steinen haben wir ca. 20 Schildkröten gefunden, auf die andere Seite der Insel getragen und dort ins Wasser gelassen. So schnell kann es gehen vom Schildkrötenretter zum Schwerverletzten. Ist ein Stein auf den Fuß gefallen, jetzt sind die Zehe aufgeplatzt, geil. Aber das Retten der Schildkröten und das Evakuieren geht weiter. Hier auf einem Inselresort. Hier sind drei andere Häuser. Das kostet die Nacht $1000, wenn du hier schlafen willst. Aber wir haben quasi gratis auf dem Boot vor der Küste geschlafen. 6 Meter davor ist umsonst. Und dann gefrühstückt. Dann fahren wir wieder zurück ans Festland heute. Aber machen wir 3 Tage auf hoher See. Ist schon krass. Schön, aber auch ein bisschen stressig. Bisschen zu viel irgendwie. Fühle ich mich an Land wesentlich sicherer als am Boot. Schön Inseln zu sehen, schön tauchen zu gehen, schön ein bisschen in der Karibik abzuhängen. Aber irgendwie bevorzuge ich das Festland. So kann man den Boottrip ausklingen lassen. Mit einem günstigen Cocktail. Und dem View. Tada! Mein erstes Wild erlegt! Oh, da kommt richtig Saft raus. Der klebt und stinkt. Echt? Ja. Chiara sagt, hier sind siamesische Zwillinge dran gewachsen. Siamesische Bananen. Ihr wisst Bescheid. Chicken in the corner. Yes, the Mennonite religion believes that at the end times will come.
Oh, no, they, no, no, and that there will be a count. They've got right down to the friggin' number. There's going to be, a, and I don't know what the exact number is, but Bernard does, and you can ask him on the way back. The council that's going to take over is made up of 122,000 members, I believe. Okay. Are going to be the council that looks after Earth as a whole, because apparently once the end times come, Earth is now being managed as a whole and not individual bits and pieces. Yeah. So then apparently they're going to be part of that, and they're going to hold 122,000 seats on that board, and he wants to have one of those seats. Oh, you have to be the chosen one. Die Haare sind ab. Heute im Useless Streichel Zoo. Maddie und Lisa haben ein kleines Eichhörnchen versucht zu fressen. Wie schön ein Köpfe. Und er ist ein bisschen am Bluten und wir wissen nicht genau, was wir machen sollen. Eichhörnchen sind Freunde, kein Futter. Ja, ja, das will aber auch irgendwie auf meinen Arm hier klettern, das würde ich nicht zulassen. Weil wir wissen nicht, ob der vielleicht Tollwut oder was auch immer hat. Das wäre natürlich kacke dann. Also dem Eichhörnchen scheint es augenscheinlich gut zu gehen, auch also wenn das ein bisschen am Mund blutet. Wir haben es gerade den Körper angeschaut, das sieht eigentlich gut aus. Und jetzt werden wir das hier direkt wieder in die Freiheit setzen. Nochmal irgendwo auf dem Baum, wo die Tiere nicht drankommen. Wir haben jetzt einen passenden Baum gefunden, wo wir den freilassen können, und zwar der hier. Hallo kleiner Mann. Das sieht aber aus, als würde er es mögen irgendwie, ne? Ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Wir brauchen einen aktuellen Namen. Sowas wie Toni. Tobi. Hey Tobi. Hey Brudi. Jiminy. Jiminy? Jiminy die Grille. Oh, Achtung, unsere Katze kommt. Willst du gehen? Ich versuche ihn mal da oben hinzusetzen. Boah, seht ihr das? Das ist unsere Katze. Katze? Ja, dann wird das. Wenn wir die Eichhörnchen jetzt auf den Baum setzen, dann frisst die Katze das. Wenn wir das auf den Boden setzen, fressen die Hunde das. Okay, ich halt die Katze fest. Ja, bitte. Jiminy. Doch, da läuft der ganz vorsichtig. Da läuft er. Zeit für eine drastische Typveränderung heute. Rasiere ich mir alle Haare ab. Und Joanne macht ganz viel Kunst selber. Und heute arbeiten wir zusammen. Das hier hat sie aus Beton und Sand gemacht. Und man sieht hier eine Familie mit Natur und Tieren. Und eine Katze, die denkt, sie wäre ein Löwe. Und wir machen jetzt heute, bauen wir einen Alien hier dran.
fällt mir gerade nicht. Folgt uns nach Guatemala und dann nach Neuseeland. So, wir packen unsere letzten Sachen zusammen. Heute hauen wir hier ab aus Belize. Oft kommt es unverhofft. Sind gerade so noch drumherum gekommen, nicht nach Guatemala zu fahren, weil da werden gerade die Regierung gestürzt. Irgendwas war korrupt und jetzt sitzen die Leute auf der Straße und protestieren. Das heißt, Sitzstreiks, sie lassen keine Autos auf den Straßen durch. Kann sein, dass sie den Flughafen schließen, da ist irgendwie gerade die Hölle los. Wir haben glücklicherweise gestern Abend nur Bescheid bekommen, dass wir besser nicht da einreisen. Jetzt haben wir Flugs umgebucht. Hat uns natürlich wieder eine Menge Kohle gekostet. Wir müssen jetzt statt nach Guatemala nach Mexiko zurück und von der Grenze dann irgendwann nach Cancun. Und eigentlich war unser Flug von Guatemala City nach New York. Jetzt mussten wir umbuchen, dass unser Flug quasi von Guatemala nach New York so oder so fliegt, aber wir werden von Cancun nach New York, von New York nach Hawaii und von Hawaii nach Neuseeland, Auckland dann fliegen. Folgt uns auf unserer irrwitzigen Reise.